Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, liegen beim Lernen im Netz derzeit voll im Trend. Ausgelöst hat diesen Trend Sebastian Truhn 2011 mit seinem Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz an der Stanford University. Für den Kurs registrierten sich 160.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 23.000 davon legten sogar eine Prüfung ab. Damit hat Truhn in einem Kurs mehr Studierende unterrichtet als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen in ihrer gesamten Hochschulkarriere. Der erste MOOC stammt allerdings von Stephen Jones und George Simmons. Die beiden veranstalteten 2008 den offenen Online-Kurs Connectivism and Connective Knowledge, kurz CCK08. Entsprechend dem Thema war auch das Kursformat konnektivistisch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalteten den Kurs aktiv mit, das heißt, sie legten ihre Lernziele selbst fest und bereicherten den Kurs mit eigenen Inhalten. Das Kurskonzept von Jones und Simmons gilt als Grundlage für die sogenannten C-MOOCs. Das C steht für konnektivistisch bzw. konstruktivistisch. Typische Merkmale eines C-MOOCs sind eine hohe aktive Beteiligung der Teilnehmenden in Form von Diskussionsbeiträgen und der Gestaltung eigener Inhalte sowie eine aktive Betreuung durch die Lehrenden und eine aus den ersten beiden Merkmalen notwendigerweise resultierende geringere Teilnehmerzahl. C-MOOCs sind in der Regel sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung sehr zeit- und personalaufwendig. Das von Truhn gewählte Kurskonzept entspricht einem sogenannten X-MOOC. Das X steht für Extension. X-MOOCs sind überwiegend instruktional ausgerichtet. Sie funktionieren wie eine Vorlesung, wobei die Präsenzlehre durch Videosequenzen ersetzt wird. Die Interaktion zwischen den Teilnehmenden beschränkt sich meist auf den selbst initiierten Austausch in Foren. Eine Interaktion mit den Kursleiterinnen und Leitern ist in der Regel nicht vorgesehen. Lernzielkontrollen erfolgen überwiegend mit Hilfe von standardisierten Quizzes in Form von Multiple-Choice-Tests. X-MOOCs sind zwar in der Erstellung aufwendig, wobei der tatsächliche Aufwand von der inhaltlichen wie technischen Qualität der Videos abhängt. Die Durchführung von X-MOOCs hingegen ist mit geringem Zeit- und Personalaufwand verbunden. Neben den C-MOOCs und X-MOOCs haben sich mittlerweile auch B-MOOCs und SM-MOOCs entwickelt. Das B steht für Blended, bei B-MOOCs handelt es sich also um Kurse, die eine geschlossene Präsenzveranstaltung, etwa ein Seminar an einer Hochschule, mit einem öffentlich zugänglichen Online-Teil kombinieren. SM-MOOCs sind Small Open Online Courses, die sich, wie der Name schon sagt, auf eine kleine Teilnehmendenzahl beschränken. Wie eingangs erwähnt, steht MOOC für Massive Open Online Course. Die vier Begriffe werden allerdings immer wieder unterschiedlich interpretiert. Wie viele Teilnehmende ein Kurs haben muss, um massive zu sein, ist nicht präzise festgelegt. Als Richtwert gilt eine Zahl von mindestens 150. Wichtig ist vor allem, dass die Teilnehmerzahl groß genug ist, um davon auszugehen, dass sich die Lernenden untereinander nicht mehr persönlich kennen. Open bedeutet einerseits frei zugänglich, das heißt, es gibt keine Zugangsbeschränkungen und keine Kursgebühren. Bei C-MOOCs steht Open auch für die offene Infrastruktur bzw. für die Offenheit der Lernziele. Online definiert, dass die Kurse über das Internet zeit- und ortsunabhängig zugänglich sind. Präsenzphasen sind bei MOOCs, einmal abgesehen von B-MOOCs, grundsätzlich nicht vorgesehen. Course bedeutet, dass MOOCs als Lehrveranstaltungen konzipiert sind und daher zumeist in sich geschlossene Sequenzen mit definierten Start- und Endterminen unterteilt werden. Allerdings werden diese Termine nicht so streng wie in Präsenzlehrveranstaltungen gehandhabt, was bedeutet, dass die Teilnehmenden bei der Absolvierung der einzelnen Einheiten mehr Flexibilität eingeräumt bekommen. MOOCs, und im Allgemeinen sind damit meistens Ex-MOOCs gemeint, erleben seit circa 2 Jahren einen absoluten Hype in der E-Learning-Szene. Das Interesse schwappte auch auf die Medien über, sodass etwa die New York Times das Jahr 2012 zum Year of the MOOC erklärte. Mittlerweile wird der Einsatz von MOOCs kritischer gesehen.
So bewertete etwa Sebastian Truhn die von ihm gegründete MOOC-Plattform Udacity im November 2013 mit den Worten »We have a lousy product«. Spätestens seit diesem Statement mehren sich bereits jene Stimmen, die das Ende der MOOCs prophezeien. Andererseits wird aber auch die Weiterentwicklung der MOOCs vorangetrieben. So versteht Paul Kim von der Stanford University MOOC als Akronym für Massive Open Ongoing Collaboration, bei der Studierende in einem globalen Netzwerk auf der Basis von Open Educational Resources gemeinsam Inhalte erstellen, überarbeiten und laufend erweitern. Aktuell sind MOOCs mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Manche davon sind universal, das heißt, sie betreffen MOOC-Anbieter in den USA ebenso wie in Europa. Andere Herausforderungen gehen mit den spezifischen Rahmenbedingungen mitteleuropäischer Hochschulen einher. Im Folgenden werden die mit MOOCs verbundenen Herausforderungen aus der Sicht der Lehrenden, aus der Sicht der Hochschule als Institutionen und aus der Sicht der Studierenden dargestellt. Lehrende sind naturgemäß für die Erstellung der Inhalte von MOOCs verantwortlich. Dies kann in Form einer Aufzeichnung einer Präsenzlehrveranstaltung stattfinden. Für die meisten MOOCs werden jedoch eigene Videos produziert. Dieser Arbeitsaufwand wird in den USA meist im Rahmen der Hochschulanstellung abgegolten. In Österreich ist eine solche Abgeltung dienstrechtlich nicht geregelt. Gleichzeitig sind österreichische Hochschullehrende aber auch nicht verpflichtet, MOOCs zu produzieren. Lehrende haben also kaum Anreize, MOOCs zu erstellen, zumal damit, anders als in den USA, auch keine wissenschaftliche Reputation verbunden ist. Unklare Rahmenbedingungen hinsichtlich des Urheberrechts und der Verwertungsrechte sowie Unsicherheiten darüber, wie und ob die wiederholte Verwendung der Lehrvideos als Lehrveranstaltung abgegolten wird, sind weitere hemmende Faktoren an mitteleuropäischen Hochschulen. Dazu kommt eine in vielen Fällen unzureichende Medienkompetenz der Lehrenden, die, zumindest in Österreich, auch auf ein ungenügendes Weiterbildungsangebot zurückzuführen ist. Die damit verbundene mediendidaktische Unsicherheit ist eine weitere Hemmschwelle in der MOOC-Produktion. Wenn Hochschulen MOOCs anbieten möchten, müssen sie entweder in ihre EDV-Infrastruktur investieren und eine eigene MOOC-Plattform anbieten, oder sie kooperieren mit bestehenden Plattformen. In beiden Fällen ist es eine Herausforderung, die Daten der eigenen Studierenden so mit den Datenbanken der MOOC-Plattformen zu verknüpfen, dass eine reibungslose Verwaltung der Registrierungen möglich ist, gleichzeitig aber der Schutz personenspezifischer Daten nicht verletzt wird. Wenn ein MOOC Teil eines Regelstudiums ist, muss das auch so im jeweiligen Curriculum verankert sein. Derzeit sind die Curricula, zumindest in Österreich, nicht auf die Verwendung von MOOCs ausgelegt. Darüber hinaus adressiert ein MOOC per Definition eine Masse von Lernenden. Diese Masse ist im Regelstudienbetrieb eigentlich nicht zu erreichen, weswegen MOOCs in der universitären und außeruniversitären Weiterbildung besser angesiedelt scheinen als Teil eines Regelstudiums. Dafür spricht auch die Sicht der Studierenden. Gegenwärtig erwerben Absolventinnen und Absolventen von MOOCs in den USA wie in Europa nur dann ein für ein Studium anrechenbares Zeugnis, wenn sie an jener Universität eingeschrieben sind, die den MOOC anbietet, und sie auch dort ihre Prüfung ablegen. Wer also derzeit einen MOOC an einer amerikanischen Elite-Universität erfolgreich abschließt, erhält bestenfalls eine Teilnahmebestätigung, die aber keinesfalls einem Zeugnis gleichzusetzen ist. Eine solche Bestätigung mag im beruflichen Weiterkommen hilfreich sein, sie ersetzt aber in keinem Fall den Besuch einer Lehrveranstaltung. Dass es für eine erfolgreiche MOOC-Teilnahme zumindest kein Zeugnis gibt, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen gibt es bei Online-Leistungsüberprüfungen keine ausreichende Sicherheit zur Prüfung der Identität der Studierenden. Zum anderen sind MOOCs ja für alle und nicht nur für Studierende offen, sodass es schwierig ist festzustellen, ob einzelne Teilnehmende überhaupt die Voraussetzung für den Erhalt eines Zeugnisses erfüllen. Und selbst wenn die gerade genannten Probleme gelöst werden, bleiben immer noch offene Fragen. Zum Beispiel im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Inhalte oder hinsichtlich der gegenseitigen Anrechenbarkeit von Kursen. Auch die Zusammensetzung der MOOC-Teilnehmenden spricht eine deutliche Sprache.
Laut einer von Michael Gebel von der Deutschen Universitätsvereinigung durchgeführten Studie sind typische MOOC-Teilnehmende ca. 30 Jahre alt und haben einen Hochschulabschluss. Auch bei den größten deutschen C-MOOCs waren nur 13% der Teilnehmenden Studierende. Die Dropout-Rate bei MOOCs liegt laut Michael Gebel übrigens bei 70-90%. Nicht unerwähnt bleiben soll der finanzielle Aspekt von MOOCs. Derzeit arbeiten bekannte MOOC-Portale wie Coursera in den USA oder Iversity in Deutschland vor allem mit Venture Capital bzw. Sponsorgeldern. Das lässt darauf schließen, dass sich zumindest die Geldgeber und die Portalbetreiber einen gewinnbringenden Einsatz von MOOCs erwarten. Noch nicht ganz gelöst ist die Frage nach den damit verbundenen Geschäftsmodellen, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die Teilnahme an MOOCs sowie der Konsum der Kursmaterialien weiterhin kostenlos sein sollen. Mögliche Einnahmequellen sind vor allem Prüfungsgebühren, Gebühren für individuelle Betreuung, entgeltlich angebotene Kursinhalte im Rahmen der beruflichen Weiterbildung, Werbeeinblendungen sowie Gebühren für die Nutzung bestehender MOOC-Portale. Auch die gesammelten Daten der Teilnehmenden werden vermarktet. Etwa, wenn die Daten jener Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen MOOC besonders gut absolvieren, an Headhunting-Agenturen weitergegeben werden. Derzeit lässt sich mit MOOCs allerdings noch nicht wirklich Geld verdienen. In den USA werden sie daher vor allem zur Bewerbung der Universitäten bzw. deren Professoren eingesetzt. In Mitteleuropa ist der in den USA übliche Konkurrenzkampf unter Hochschulen grundsätzlich allerdings nicht gegeben. Die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen von MOOCs für zum Beispiel österreichische Universitäten abseits der Weiterbildungsangebote muss daher noch beantwortet werden. Angaben zu den verwendeten Informationsquellen finden sich in der Prezi-Präsentation inklusive der entsprechenden Verlinkungen. Weil MOOCs derzeit sehr im Trend liegen, existiert auch eine Fülle an wissenschaftlichen und medialen Berichten zu diesem Thema. Die hier genannte weiterführende Literatur versteht sich daher als Ausgangspunkt für individuelle, tiefergreifende Recherchen. Abschließend empfehlen wir noch folgende Übungsaufgabe. Überlegen Sie, welche Faktoren dazu geführt haben könnten, dass MOOCs im Hochschulbereich derzeit so populär sind. Stellen Sie die Kurskonzepte der Ex-MOOCs und der C-MOOCs gegenüber und analysieren Sie, welche, vermutlich unterschiedlichen, mediendidaktischen Vorteile mit den beiden Kurskonzepten verbunden sind. Vielen Dank für Ihr Interesse.